Oderle Bastelzeit und heute gucken wir mal wieder so ein bisschen in Richtung Smart Home und Co. Ja, ich hatte ja schon ein paar Dinge gezeigt, wie man die Hauselektronik im Prinzip nachträglich smart machen kann. Zum Beispiel mit Dingen wie dem Son of Basic oder auch solchen integrierten Lichtschaltern, Touchschaltern, die dann entsprechend Relais haben. Manchmal soll aber einfach alles ja quasi unsichtbar sein, weil man zum Beispiel die Schalter behalten möchte, die da sind, einfach weil da irgendwas dahinter sitzt an Schaltersystem, wo dann auch die Steckdosen optisch dazu passen und so weiter und so fort. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Klar, wir können an die nächste Verteilerdose gehen, können das da auseinanderklamüsern. Das geht natürlich. Da kann man dann in die Nähe zum Beispiel so ein Son of Basic oder irgendwas setzen, was die Lampe schaltet und dann eine Schaltung, die auch Eingänge hat. Da hatte ich ja mal selber eine gebaut, so mehr oder weniger mit Optokopplern und so weiter. Aber das heißt natürlich, wir müssen irgendwie an die Kabel drankommen und das ist manchmal gar nicht so einfach und vor allen Dingen auch diese ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, brauchen Platz. Und da gibt es angeblich eine Lösung. Ja, bisher habe ich einen großen Bogen drum gemacht, aber gucken wir heute mal, ob das Ding am Ende funktioniert oder nicht. Es ist nämlich ein Shelly. Ja, Shelly, das ist sozusagen, ja, man könnte sagen, die Konkurrenz zu den Sonoff-Dingern. Das hier ist ein Shelly 2,5, ein Double Relay Switch, 2 Channels Each with Roller Shutter Functionality. Ja, also im Prinzip ein Zweier-Relais, zwei Kanäle, 10 Ampere. Aber, was hier dran interessant ist, wir haben hier auch noch Power Metering dabei. Und wir haben hier, auch wenn es hier nicht drauf steht, aber wir haben zwei Eingänge auch mit dabei. Also gucken wir mal, ob das Ding was taugt. Ich habe da schon so eine böse Vermutung, aber gucken wir erstmal rein, was wir so kriegen. Also, wir öffnen die Dings, kriegen erstmal wunderschön Werbung und sollen auf Facebook gehen. Geht gerade nicht, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Facebook down. Und hier ist das Gerät. Ja. Und ihr seht eventuell schon den kleinen Unterschied. Das Ding hier ist wirklich kompakt. Und das ist auch sehr interessant, weil das heißt, naja, zum einen, wir haben es so ein bisschen abgerundet. Das Ding passt nämlich tatsächlich in die deutschen Schalterdosen rein. Und es ist relativ dünn, wenn wir hier gucken. Was auch dazu führt, dass man es großteils, wenn die Dose tief genug ist, hinter einem Schalter versenken kann. Das ist jedenfalls der Plan. Wenn wir drauf gucken, wir sehen hier schon 110 bis 240 Volt, 2x10 Ampere, max 10 A per Channel, ja, das heißt 2x10. Alternativ kann man das Ding mit 30 bis 50 Volt DC betreiben, auch da dann 10 Ampere pro Channel. Und wir sehen auch Switch Input, 50 Volt DC oder 240 Volt AC. Also wir haben zwei Schalter, die wir da auch entsprechend mit bedienen können. Das spiegelt sich auch hier oben wieder. Wir haben hier einmal ein N, wir haben L zweimal und wir haben hier Switch 1, Switch 2 und Ausgang 1 und Ausgang 2. Das heißt, wir können den hier in der Dose verstecken und kriegen dann am Schluss da im Prinzip zwei Schalter angeschlossen, also eventuell ein Doppelschalter oder ähnliches. Und wir bekommen zwei Ausgänge, womit wir die Originalleitung wieder schalten können. Das heißt, bei so üblichen Kombinationen, also zumindest nach meiner Auffassung sind sie häufig anzutreffen, wo man einen Schalter und eine Steckdose hat, da kann man die einfach in derselben Dose versenken, weil durch die Steckdose haben wir unseren N und unsere L haben wir sowieso, Schalter haben wir. Das heißt, wir haben da alles in einem. Das Ganze hier ist auch, wie wir sehen können, prinzipiell CE und UL. CE ist ja nur eine Selbstzertifizierung, aber UL heißt dann schon, dass es auch irgendwie, glaube ich, getestet wurde, soweit ich weiß. Das ist so dieses amerikanische Modell. Ansonsten nicht viel zu sehen. Wir haben hier hinten ein paar Punkte. Ich würde fast schätzen, dass das eventuell unser serieller Anschluss ist zum Programmieren. Und wir haben hier nochmal einen Reset-Button, wie es aussieht. Ansonsten, ja, leider nicht viel zu sehen. Nur mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Ich würde sagen, ich suche mir jetzt erstmal hier ein L und einen N und dann klemmen wir das Ding mal an und gucken, was das so von Haus aus macht, dass ich das am Schluss natürlich umrüsten werde auf irgendwas anderes, was cloudless, naja, was heißt cloudless, was mit meiner Cloud arbeitet, versteht sich natürlich von selbst. Software wechseln ist ja zum Glück nicht ganz so ein Problem. Also machen wir hier mal dran, ein N an den N. Und jetzt kommt mir hier nicht mit Berührer gesichert. Das hier ist ein Testaufbau.
und einer von den Ls. Ich gehe davon aus, dass die beide einfach zusammengeschaltet sind, dass das ist, falls man hier was durchschalten möchte. Bei Schaltern hat man ja häufig, dass man die Phase durchgeschliffen hat. Deswegen dann hier so. Okay. Wobei mir hier ehrlich gesagt dann auch so ein bisschen fehlt, dass der N durchgeschliffen ist. Denn den N muss ich ja auch wahrscheinlich zur Steckdose weiterführen. Ist ein bisschen schade. Na gut, Kabel sind dran. Andere Ende klemmen wir dann jetzt auch mal an. Schau mal. Okay, also ein N, ein L. Strom an. Und viel erwarte ich eigentlich nicht, aber wo? Nichts. Okay, war auch ungefähr so zu erwarten. Wir können mal gucken, ob wir an Strom irgendwas sehen. Ich gehe aber davon aus, dass das zu wenig ist, als dass da irgendetwas zu sehen ist. Ah doch, 10 mA. Okay, also er braucht offensichtlich Strom. Wobei ich davon ausgehen würde, dass das halt irgendwie kapazitiv ist. Und ja, sonst nichts zu sehen. Warum auch? Das Ding ist ja normalerweise in der Wand versenkt. Also nehmen wir uns mal die Anleitungen und gucken, wie man das denn offiziell benutzen soll. So, dann schauen wir mal gerade in die Anleitung. Wir haben hier nochmal den Plan, wie das Ganze aussehen soll. Hier entsprechend mit AC, also normaler Netzspannung. Hier, wenn wir es mit DC betreiben wollen. Und das hier mit Motor, wenn man das Ding so als Hoch-Runter-Drücker für Jalousien oder Ähnliches nutzen möchte. Ansonsten jede Menge Blablabla. Was für uns aber interessant ist, ist der Part hier. Wir sollen uns also auf unser Smart Device, also Smartphone oder Ähnliches, mit Huawei, Apple oder mit Google die entsprechende Shelly Cloud App runterladen und darüber einrichten. Nun, dann machen wir das mal. Wo ist mein Gerät? Also, schauen wir mal. Installieren den ganzen Kram. Mal gucken, wie das dann hier aussieht. 18 MB ist auf jeden Fall schon mal nicht ganz so schlecht. Da gibt es schlimmere Apps. Gut, gucken wir mal, was die App so schafft. Okay, what the heck. Will ich wissen, was das Ding tut? Besser nicht, oder? So viel also zu den 17 Megabyte. So, das Ding möchte den Gerätestandort abrufen. Das muss leider unter Android sein, weil sonst kommt es nicht an Wi-Fi dran. Machen wir mal Englisch weiter. Und natürlich müssen wir erst einen Account anlegen. Wäre ja auch zu einfach. Ich lese mir den Kram dann mal durch. Tja, und offenbar funktioniert das Ganze auch ohne App ganz gut. Also ich habe mich mit dem WLAN verbunden, bin auf die IP draufgegangen, die da empfohlen wurde. Und habe das Ding dann darüber mit meinem WLAN verbunden. Das funktioniert auch einwandfrei, wie wir hier sehen. Interessanterweise bin ich jetzt gerade bei Channel 2 gelandet, wie auch immer das passiert ist. Das nochmal hier so. So, jetzt haben wir auch die Übersicht. Wir sehen jetzt auch, er hat die Zeit geholt. Wir haben hier ein entsprechendes Symbol, dass es wohl ein Update gibt. Das heißt also, wir können jetzt auch hier direkt ein Firmware-Update machen. Machen wir das mal. Current Shelly Device ist 2019. Aktuell ist die 2021. Jo, Update Firmware. Kann bis zu 5 Minuten dauern. Dann kann der erstmal ein paar Updates ziehen. Dann gucken wir gleich nochmal drauf. Ich habe auch schon gesehen, man kann auch hier über das Webinterface die Cloud einrichten und man kann auch MQTT und solche Sachen machen. Das heißt also, selbst wenn man jetzt nicht die Firmware aktualisieren möchte auf irgendwas in Richtung Tasmota oder ESP Easy oder was es da alles gibt, ist es auch möglich, das hier in eine entsprechende lokale Steuerlösung wie Home Assistant oder Ähnliches einzubinden. Also von daher, das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Und das Update war jetzt auch schneller als erwartet. In der Zeit, wo ich gequatscht habe, hat er das geschafft. Was können wir denn hier mit dem Channel noch einstellen? Interessant. Wir können Timer einstellen, wöchentliche Schedules, Safety, Max Power Protection. Oh, wir können einstellen, dass bei einer gewissen Strom automatisch ausschaltet. Quasi so eine Art virtuelle Sicherung, auch wenn das Ding halt nicht so viel abschalten kann. Wir haben hier URLs, wo wir dann sagen können, wo das Ding ein- und ausschalten soll. Und Standardmodus ein-aus. Appliance-Typ ist General oder, ja, keine Ahnung. Und der Button-Type, das ist auch klasse. Momentary Toggle Switch, also perfekt. Man kann sowohl einstellen, ob man einen Taster hat, man kann einstellen, ob man Schalter hat. Und ja, ich muss sagen, das ist nicht schlecht, was ich hier sehe. Das Einzige, was mich noch ein bisschen hier wundert, können wir hier einen
ein Passwort vielleicht draufsetzen. Oh ja, Restrict Login with Username and Password können wir auch setzen. Also ich muss sagen, überrascht mich jetzt positiv die Software, die hier drauf ist. Die funktioniert relativ gut. Ich versuche es gerade nochmal mit der App von denen. Mal gucken, ob das geht jetzt. Search for new devices. Nein. Add device by IP. Ah, das dürfte funktionieren. Okay. Device name. Raum ist Test. Device picture, egal. Relay usage ist light. Safe. Okay. Connecting to the cloud. Und da haben wir die beiden. Jetzt auch in unserer App. Und können wir jetzt schalten. Yay. Okay, also die App funktioniert auch. Wir können jetzt natürlich noch eine Last dran klemmen, um mal das Strommessen zu gucken. Das wäre natürlich auch eine interessante Sache. Preisfrage, habe ich irgendetwas, was ohne Steckdose klarkommt? Okay, ich habe jetzt hier 01 die Konstruktion dran mit 160 Watt feinsten Kleinpunktheizungen, sprich Glühbirnen. Schauen wir mal, was er sagt. Und können wir jetzt schalten? Ich schalte erstmal den Zweier, um zu gucken, ob es geht. Tut es. Okay, einschalten geht, ausschalten jetzt nicht mehr. What the? Irgendwie ist alles noch sehr wackelig hier. Ich glaube, der ist noch nicht ganz oben. Okay, jetzt geht's. Dann schalten wir jetzt mal die Lampen an und Lampen sind an. 183 Watt. Boah, Pi mal Daumen, ist nah genug dran, machen wir mal aus und ich drehe mal eine 40 Watt Glühbirne raus. So, dann dürften wir jetzt ja weniger haben. Und es sind weniger, Überraschung. Und noch eine raus, es dürften es nur noch etwa 120 Watt sein. 80 Watt, jo, geht auch. Und last but not least, eine 40 Watt Birne, jo. Pi mal Daumen, kommt's hin. Also, wir haben auch eine komplett funktionierende Strommessung. Was können wir noch testen? Wir können noch testen, ob der Schalter funktioniert. Also, was ist der denn aktuell überhaupt hier eingestellt? Oh, sogar mit Langzeitmessung hier. New firmware is available? Ich dachte, die hätte ich schon aktualisiert. Okay. Wo war das hier mit dem Schalter? Button Type, genau. Ist ein Toggle Switch. Act as a flip switch with one state for on, one state for off. Das heißt, solange ich Verbindung habe, müsste er gehen. Machen wir das mal auf momentary. Oh, fail to change. Sieht kaputt aus. Ja, mal gucken, was er draus macht. Vielleicht ist das das Firmware-Update, was uns noch fehlt. Was ich aber brauche, ist auf jeden Fall ein Draht, um das Ganze jetzt mal hier kurz zu schließen. Don't try this at home, ihr kennt den Spaß, ja. Und jetzt holen wir hier den speziellen Lichtdraht. Der ist extra grün-gelb, um zu zeigen, dass ich damit das Licht anschalte. Und wir müssen damit SW1 kurz schließen. Sehe ich das richtig? Gerade nochmal die Anleitung suchen. Wo ist denn die andere? Okay, ja genau. Wir müssen also den Schalter zwischen L und dem SW machen. Das heißt, die beiden müssen wir jetzt kurz schließen. Mal gucken, ob der es tut. Ja, schön, dass mein Handy ausgegangen ist. So, jetzt können wir es auch wieder sehen. Also L auf SW und jo, geht an. Wir sehen, der Stromverbrauch ist hoch und wenn wir loslassen, geht es auch wieder aus. Also auch die Schalter funktionieren genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Wunderschön. Ja, jetzt müssen wir das Ding ja nur noch einbauen, ne? Ja, wenn das so einfach wäre, denn da kommen jetzt drei Probleme, die wir haben, zum Einsatz. Und ja, sagen wir es mal so, ist nicht so einfach. Fangen wir mal mit dem ersten Problem an. Naja, was können wir denn hier schalten? Wenn wir hier nochmal drauf gucken, dann sehen wir, wir klemmen unsere Lampen an, richtig? Ja, fast. Im Shelly sind nämlich zwei Relais verbaut. Den Typ blende ich euch mal unten ein, den ich da gefunden habe. Und wenn wir da beim Hersteller vom Relais mal nachgucken, sehen wir, die Dinger sind gedacht für resistive Lasten. Naja, was heißt denn jetzt resistive Last für uns? Nun, hauptsächlich das da. Gute alte Glühbirne. Kein Problem. Was aber keine resistive Last ist, das wird dann schon wieder problematischer. Und was ist keine resistive Last? Naja, zum einen haben wir dann kapazitive Lasten. Ergo Schaltnetzteile. Wo finden wir die? In LED-Lampen.
Oder auch andersrum induktive Lasten. Wo finden wir die? Naja, zum Beispiel in der Drossel von Leuchtstoffröhren. Das heißt, wenn man es ganz genau nimmt, dürfte man LED-Lampen oder Leuchtstofflampen nicht mit dem Shelly schalten. Der Hersteller selber sagt dazu, dass es kein Problem wäre. Man müsste nur aufpassen, dass der Strom entsprechend unterhalb vom Rating bleibt. Die Frage ist, naja, den Einschaltstrom von hier so einem Kondensatornetzteil messen, ist nicht ganz so einfach. In der Praxis würde ich sagen, mit LED-Lampen werdet ihr wahrscheinlich technisch gesehen keine Probleme haben, einfach weil die entweder eine sehr geringe Leistung haben, das heißt, man bleibt wahrscheinlich unter den 10 Ampere, die drin sind, und zum Zweiten, größere Lampen haben auch einen Power Factor Correction, das heißt, die haben meistens auch eine Anlaufstrombegrenzung, da geht das auch. Bei induktiven Lasten wie Leuchtstoffröhren sieht es ein bisschen anders aus, da kann es dann schon mal beim Ein- und Ausschalten zu ziemlichen Problemen kommen. Shelly selber empfiehlt dann ein Snubber-Network dazu zu machen, das verkaufen sie auch separat, ansonsten kann es halt passieren, dass das Ding einfach abstürzt und ja, neu startet, das ist der positive Fall. Es kann aber natürlich auch passieren, dass wirklich die Kontakte verschweißen, das heißt, das sollte man sich überlegen. Das ist also Nummer 1, wir können nicht alles schalten, was wir wollen. Und damit kommen wir zum nächsten Problem. Können wir das Ding überhaupt einbauen? Naja, fast. Es heißt ja immer, ja, kann man hinter einen Schalter machen. Ne? Und prinzipiell ist das auch richtig. Wenn wir in Deutschland gucken, meistens hat man hier so ein System. Man hat vorne den Schalter, entsprechend dann natürlich noch mit Zierrahmen und so. Und in der Wand sitzt so eine Gerätedose oder landläufig Schalterdose genannt. Problem an der Sache ist, naja, wird eng. Wenn wir mal hier von der Seite reingucken, hier haben wir ein schönes Löschelchen, dann sehen wir, ja, da ist noch Platz dahinter, das könnte passen, es sei denn, wir beachten die Klammer, dann ist das zu dünn. Also da passt der Shelly eher nicht dahinter. Jetzt findet man in diversen Foren dann immer wieder den Trick, ja, man kann ja hier hingehen, kann hier die Schrauben rausdrehen, die die Klammern halten, die Klammern komplett entfernen. Denn ja, im Prinzip kann man, wenn man das Ding hier reinsetzt, den auch hier oben und unten einschrauben. Da haben die entsprechenden Gerätedosen passende Schrauben. Dann spart man sich die Klammer und dann ist auch genügend Platz für den Shelly dahinter. Aber ihr könnt euch sicher schon vorstellen, das ist so nicht wirklich zulässig. Denn in hier so einer Gerätedose, den schmalen heißen die hier, darf man eigentlich nichts verklemmen. Das heißt, eigentlich bräuchte man sowas hier. Das ist im Prinzip ja auch eine Gerätedose, die ist aber, wie ihr seht, tiefer und da passt mehr dahinter und hier hinten im Bereich darf man dann auch Sachen klemmen. Ist auch jetzt wieder die Frage, ist das zulässig, hier rein einen Shelly zu setzen oder nicht? Problem hier bei denen ist nämlich, die Abwärme wird nicht angegeben, wie viel Leistung das Gerät, was hinten drin ist, haben darf. Das heißt, offiziell darf man da nur irgendwelche Klemmen reinmachen. Alternative wäre dann eine Elektronikdose. Das ist im Prinzip auch hier so eine, aber der hat dann hinten nochmal so eine Tasche, wo man dann die Elektronik reinschmeißen kann. Das wäre eigentlich so das, was man haben müsste, um das Ding legal einzubauen. So, jetzt ist natürlich noch fraglich, ob es in der Praxis wirklich ein Problem ist. Also hierbei kann ich es noch verstehen. Klar, mit den Klammern, das kann Probleme machen und der geringe Abstand hier hinten natürlich auch. Bei den großen, das Argument mit der Temperatur finde ich ein bisschen schwierig, weil sowohl in die als auch in die hier darf man halt auch Dimmer einbauen und Dimmer haben auch eine ziemliche Abwärme, also schwierig. Aber gehen wir mal einfach davon aus, ihr habt die dünnen, dann müsste man jetzt hier den rausholen und dann die Dose rausholen und gegen eine tiefere Dose ersetzen. Und naja, jetzt sind wir an dem Punkt, ist das noch eine Reparatur oder ein Austausch oder ist das schon eine Änderung? Wenn es nämlich eine Änderung ist an der Elektroinstallation, dann muss eigentlich der komplette Strang, wo wir sind, also der komplette Stromkreis von dem Raum, nach aktuellem Stand der Technik laufen. Und das wird dann wieder ziemlich schwierig, denn aktueller Stand der Technik heißt zum einen, wir müssen ein Erdungskabel zu jedem Schalter auch mitführen. Das heißt also, wir müssen ein Kabel nachziehen. Das ist schon mal Problem Nummer 1, weil, naja, Kabel, wenn wir ein Erdungskabel haben, schön, die können wir aber nirgendwo anklemmen bei den meisten Schaltern. Das heißt, wir müssen eine Klemme hinten reinlegen, ergo die hier sind sowieso wieder raus. Die sind eigentlich heute dann nach meiner Auffassung gar nicht mehr zulässig. Und zweites Problem,
da sind noch ein paar mehr Anforderungen, die man haben muss. Man muss, soweit ich weiß, die Kabel, mindestens wenn Steckdosen im Spiel sind, ersetzen von 1,5 Quadrat auf 2,5 Quadrat. Man muss gegebenenfalls Lichtstrom und Strom für Steckdosen trennen, weil die hier können, glaube ich, nur 10 Ampere. Und Steckdosen sind üblicherweise mit 16 Ampere abgesichert. Und da gibt es jede Menge schöne Regeln, die man alle dann nach und nach einhalten muss, wenn man eine Änderung an der Anlage vornimmt. Und ja, sagen wir es mal so, dann seid ihr an dem Punkt dran, wo ihr eh die komplette Elektronik in diesem Raum oder dem Bereich vom Gebäude neu machen müsst. Und dann ist die Frage, braucht man noch einen Shelly oder baut man es direkt in den Verteiler rein mit Koppelrelais oder ähnlichen Dingen. Ne? Wir haben aber noch ein drittes Problem, denn blenden wir mal einfach hier diese ganze Problematik aus, einfach unter dem Hintergrund, dass die meisten Elektriker sich halt auch nicht so berauschend an die VDE-Vorgaben halten und es halt am Ende das Problem vom Elektriker ist, wenn er euch das einbaut. Naja, dann haben wir immer noch ein Problem und zwar dieses hier. Ja, wenn wir uns dieses Ding von außen angucken, das wird warm. Das wird sehr warm und das ist ein großes Problem von diesen Shellys. Das ist auch mehr oder weniger so der Known Bug von den Dingern. Das Netzteil, was da drin ist, wirft eine Menge Hitze ab und das wird zum Problem. Prinzipiell sagt der Hersteller, davon geht keine Gefahr aus und da würde ich ihm auch erstmal zustimmen. Ich meine, es gibt eine Thermoabschaltung, dass bei einer gewissen Temperatur das Ding ausschaltet und wieder abkühlen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es extrem warm. Der interne Temperatursensor meldet im Leerlauf ohne Last bei mir, wenn ich es testweise hier irgendwo einbaue, in so eine Dose 50 Grad. Und wenn ich es anstecke, wird das höher. Und das, was ihr jetzt hier gerade seht, das ist mit einer Last von was, 300 Watt vielleicht? Naja, das Ding claimt ja irgendwie 4000 Watt oder so zu können, 2 × 10 Watt, ne? Das ist 10 Ampere. Das ist ein bisschen mehr. Ich habe so meine Zweifel, dass das Ding das durchhält. Und an der Stelle kommt ein anderes Problem noch zusätzlich mit rein. Denn, naja, in unseren Schalterdosen haben wir meistens sowas hier, also NYM oder im Falle von einem Schalter halt eher hier sowas. Ich glaube HZ07 oder so heißen die dann. Diese Kabel sind alle nur so bis 70, 80 Grad zugelassen und der Shelly wird wärmer. Das heißt also, wir sind dann in einem Bereich, wo die Kabel nicht mehr zum Shelly passen, theoretisch. Praktisch wird, wie gesagt, nichts passieren, aber wie gesagt, wie schon gesagt, das ist am Ende dann ein Problem vom Elektriker. Setzt natürlich voraus, dass ihr einen findet, der euch sowas einbaut, denn ja, sind wir mal realistisch, die meisten Elektriker hier, die bauen nichts ein, was sie nicht kennen. Das heißt also im Zweifelsfall bauen die euch kein Shelly ein, sondern sagen euch, ja, holt was von einem deutschen Hersteller. Und ja, da wird es dann schon wieder ein bisschen problematisch. Prinzipiell haben auch einige Hersteller angefangen, soweit ich das gesehen habe, Shelly-Nachbauten zu machen. Da sehe ich aber auch wieder ein paar Probleme. Zum einen, sie lassen sich nicht so einfach auf eine alternative Firmware umflashen. Das ist, denke ich, gerade ein Vorteil von hier diesen Shellys und so weiter, dass man da sehr einfach mit Tasmota oder so das Ganze cloudfrei bekommen kann. Nächster Nachteil, es ist bei den meisten Herstellern noch sehr in den Kinderschuhen. Das heißt also, im Zweifelsfall sind die Dinger noch gar nicht lieferbar oder haben Probleme. Die möchte man nicht in der Wand haben, um es mal so rum zu sagen. Und letzter Punkt, selbst wenn ihr was vom deutschen Hersteller holt, der ganze Kram hier kommt trotzdem auf euch zu. Ihr müsst also im Zweifelsfall da Sachen umbauen, es sei denn, der Elektriker vergisst es. Und ja, dann ist das nicht mehr euer Problem. Ist, wie gesagt, dann seine Haftpflichtversicherung. Am Ende muss ich sagen, die Idee ist schön, aber mit den hiesigen Regularien und so ist es nicht wirklich vereinbar. Das heißt also, ich sehe keinen wirklichen Sinn dahinter, so ein Shelly wirklich einzusetzen, weil wenn ich eh alles neu machen muss, wie gesagt, Koppelrelais und so in Verteiler, da ist man besser aufgehoben und etwas flexibler, weil man hinterm Koppelrelais dann üblicherweise mit geringerer Spannung arbeitet. Und wenn das dann unterhalb der zulässigen Spannungsschwellen ist, dann kann man da auch meistens irgendwie einen Kasten daneben setzen, wo man dann, was weiß ich, Raspberry Pi, ESP oder sonstigen Kram reinhaut, womit man dann seine eigene Steuerung bauen kann. Zumindest mal für die DIY-Leute ist das, denke ich, der bessere Weg. Am Ende, ja, ich denke, wir haben gesehen, da gibt es eine Menge regulatorischer Probleme, aber um fair zu sein, die hat man, wenn man es genau nimmt, mit sehr vielen anderen Geräten auch und die werden relativ stressfrei in Wänden verbaut.
Insgesamt würde ich sagen, dass nach meiner Auffassung das sicherheitstechnisch erstmal nicht so aussieht, als ob es direkt ein Problem darstellt. Wir haben eine Thermoabschaltung drin, das Ding sitzt in einer Dose, die entsprechend auch Temperaturen aushalten kann, die flammenwidrig ist und üblicherweise sitzt halt auch in der Wand drin, die jetzt auch nicht unbedingt brennbar ist. Von daher wird das Ding wahrscheinlich, jedenfalls soweit ich das beurteilen kann, eure Wohnung nicht in Flammen aufgehen lassen. Was man allerdings natürlich im Hinterkopf behalten muss, es ist deutlich komplexer als ein einfacher Schalter. Wir haben hier WLAN drin, wir haben Prozessoren drin, wir haben Relais drin. Das sind alles Dinge, die kaputt gehen können. Nach meiner Erfahrung halten sie durchaus eine gewisse Zeit durch. Also ich habe hier Module, die auch schalten, Mikrocontroller basiert. Die sind dann irgendwie schon 10, 15 Jahre jetzt im Einsatz und da ist mir bisher noch nichts kaputt gegangen, wenn ich nicht nachgeholfen habe. Was man aber im Hinterkopf behalten muss, wir reden hier von WLAN, wir reden von Netzwerkprotokollen und das ist dann schon so das Problem. Naja, WLAN und Netzwerkprotokolle entwickeln sich weiter. Und wie sieht's halt in 5 Jahren, in 10 Jahren aus? Gibt's da noch das WPA2, was aktuell genutzt wird, um den ESP zu verbinden? Das sind dann so Sachen, wo dann eventuell durch sowas, einfach dadurch, dass es technisch überholt wird, die Lebensdauer relativ schnell runtergehen kann. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass am Ende hier so eine Konstruktion öfter getauscht werden muss, als einfach nur ein Schalter, der in der Wand sitzt. Wenn ihr aber die Anforderungen habt, da wirklich irgendwas smart zu machen, ohne größere Umbauarbeiten zu machen, zum Beispiel, weil ihr irgendwie ein Licht habt, was regelmäßig eingeschaltet wird über Schalter, aber dann vergessen wird auszuschalten und das soll ein bisschen automatisiert werden. Da ist hier sowas, denke ich, keine so schlechte Wahl, einfach weil man diese ganzen Sachen, Relais-Eingänge, Netzteil, ESP, hat man alles in einem Gehäuse. Das sieht nicht so aus, als ob man da gerade eine Bombe gebaut und irgendwie mit Gaffer umwickelt hat und das jetzt dem Elektriker zum Einbau in die Hand drückt. Da hat man, denke ich, hier mit ein bisschen bessere Chancen. Gut, ansonsten, mich würde mal interessieren, wie sieht es denn bei euch aus? Nutzt ihr irgendwas in Richtung Smart Home? Wenn ja, aus welcher Ecke? Also es gibt ja einerseits die ESP-Sachen, wie zum Beispiel Sonoff, wie zum Beispiel die Shellys hier. Andererseits gibt es dann die professionellen Sachen, KNX und Co. Oder geht ihr auf irgendwie so Cloud-basiertes Zeug, wie die Philips-Glühbirnen und was es da alles so gibt? Oder vielleicht ganz was Eigens Gebautes? Würde mich einfach mal interessieren, weil ich habe von allem so ein bisschen im Einsatz und irgendwie jedes davon produziert Schmerzen. Daher einfach mal so die Frage in die Runde. Wie sieht's bei euch aus? Naja gut, ich werde den hier auf jeden Fall noch auf Tasmota umbauen, einfach um das Ding cloudfrei zu bekommen. Hauptsächlich, weil halt die Originalfirmware leider nicht Open Source ist, wenn ich richtig gesehen habe. Das heißt, da habe ich so mal ein bisschen Bedenken. Das dann aber in einem eigenen Video, denn ich glaube, das hier ist jetzt schon lang genug. Aber auch wenn man keine Custom-Firmware drauf macht, ihr habt ja gesehen, die Original-Firmware, die kann so einige Sachen und auch damit tut das Ding ganz gut, was es soll.